Herzlich willkommen zum Tutorial der Android-App der Stadtbibliothek Erlangen. Erstens Kontoverwaltung. Als erstes gehen Sie links oben auf den Menü-Button und dann auf den Button Konto. Klicken Sie nun auf Konto bearbeiten. Bei dem Feld Bezeichnung geben Sie einen Namen für Ihr Konto ein. Wir nehmen jetzt einmal Konto 1. Weiter unten müssen Sie Ihre Ausweisnummer und Ihr Passwort eingeben. Die Ausweisnummer steht auf Ihrer Bibliothekskarte und das Passwort ist Ihr Geburtsdatum in zehnstelliger Form. Klicken Sie nun oben auf den Haken. Jetzt werden Sie in Ihrem Konto angemeldet. Hier sehen Sie jetzt Ihr Konto. Erst sehen Sie alle entliehenen Medien und dann alle Medien, die Sie vorbestellt haben. Zweitens, Medien verlängern. Auf der rechten Seite sehen Sie diesen kreisförmigen Pfeil. Wenn er hellgrau ist, können Sie das Buch leider nicht verlängern. Ist er dunkelgrau, können Sie das jeweilige Medium verlängern. Klicken Sie darauf und drücken Sie dann auf Bestätigen. Nun wurde das Buch verlängert und Sie sehen es an diesem neuen Datum unter dem Titel. Drittens, Recherche und Vorbestellungen. Gehen Sie wieder links oben auf das Menü und gehen Sie auf Katalogsuche. Nun können Sie hier ganz normal recherchieren, wie in unserem Online-Katalog. Sie können nach einem Stichwort, Titel oder dem Autoren suchen. Sie können sich auch Ihre Ergebnisse gleich sortieren. Wir suchen jetzt mal Weißwurst Connection. Hier haben Sie jetzt die Trefferliste. An den Symbolen können Sie die unterschiedlichen Medienarten erkennen. Symbole mit einer Wolke und einem Pfeil stehen für die E-Medien. Das erste ist ein Hörbuch. Das zweite ist ein E-Audio, also ein Hörbuch zum Herunterladen. Das dritte ist das E-Book und das vierte ist das normale Buch. Wir nehmen jetzt mal das normale Buch. Hier sehen Sie dann schon das Cover und die wichtigen Details und Angaben zu diesem Titel. Weiter unten sehen Sie die verschiedenen Exemplare, die wir haben. Einmal in der Fahrbibliothek erhältlich und dreimal in der Hauptstelle. Dort sehen Sie auch den Status, ob es ausgeliehen ist oder zurückgelegt oder verfügbar ist. Um das Buch vorzubestellen, gehen Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie Vorbestellen aus. Nun müssen Sie eine Zweigstelle auswählen. Hier gibt es nur die Hauptstelle zum Auswählen. Jetzt müssen Sie die kostenpflichtige Vorbestellung 1 Euro noch einmal bestätigen. Jetzt kommen Sie wieder automatisch in Ihr Konto und sehen ganz unten bei Ihren Vorbestellungen eben auch Weißwurst Connection von Rita Falk. Viertens, Neuerwerbungen und Merkliste. Gehen Sie wieder oben links auf das Menü und wählen Sie den Button Neuerwerbungen. Hier haben Sie verschiedene Listen von Neuerwerbungen, Romane, Krimis, Sachbücher. Wir wählen jetzt mal die Romane aus und wählen da einen der Titel aus. Jetzt haben wir Sanfte Rache von der Sandra Brown und sehen, dass er noch in Bearbeitung ist. Das heißt, wir können ihn noch nicht vorbestellen. Deswegen setzen wir ihn uns auf unsere Merkliste, indem wir oben rechts den Stern andrücken. Nun kommt auch die Bestätigung, dass das Buch auf unsere Merkliste gelegt worden ist. Jetzt gehen wir wieder zurück
Und dann wieder auf den Menü-Button und dort auf den Button Merkliste. Nun sehen Sie, dass die sanfte Rache dort auf dieser Liste steht. Sie können sie auch jederzeit wieder löschen, indem Sie rechts auf die Tonne klicken. Fünftens, Einstellungen. Gehen Sie wieder links oben auf den Menü-Button und dann auf Einstellungen. Hier haben Sie jetzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wenn Sie auf Konten klicken, sehen Sie eben, welches Konto Sie angemeldet haben. Wenn Sie unten rechts auf das runde Icon klicken, können Sie noch weitere Konten hinzufügen und somit mehrere Konten gleichzeitig verwalten. Beim Startbildschirm können Sie festlegen, welche Ansicht Ihnen als erstes angezeigt werden soll, wenn die App sich öffnet. Wir stellen jetzt hier mal das Konto ein, damit wir als erstes sehen, was wir entliehen haben und was wir vorbestellt haben. Dann können Sie auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Diese E-Mail-Adresse brauchen Sie für das Vorbestellen von E-Books und E-Audios. Nun können Sie sich auch eine Benachrichtigung einstellen, damit Sie mitkriegen, wann Ihre Medien langsam abgegeben werden müssen. Als erstes müssen Sie bei ablaufenden Medien einen Haken setzen. Dann können Sie entscheiden, ob diese Benachrichtigung nur angezeigt wird, wenn Sie über WLAN surfen oder auch über Ihr mobiles Datenvolumen. Dann können Sie den Warnzeitraum festlegen. Wir legen jetzt mal 3 Tage vorher fest. Und dann können Sie noch festlegen, ob diese Benachrichtigungen wiederholt werden oder nicht. Zu guter Letzt sind hier noch ein paar grundlegende Einstellungen, wie zum Beispiel die Bibliotheksdaten aktualisieren oder sie zurückzusetzen, den Cache zu leeren oder einen Synchronisierungsdienst ausführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.